Und wir haben halt so ein befreundetes Pärchen und die beiden sind halt, sie sind halt irgendwie, sie sind schon gut, sie sind in Ordnung, also sie sowieso, also perfekt. Und bei ihm ist es halt so, er ist eigentlich auch ein guter Mensch, aber er will einfach so ein bisschen zu gut sein. Also er macht zum Beispiel alles selber, also so ein DIY-Typ irgendwie. Und dagegen ist gar nichts zu sagen, also auch aus Nachhaltigkeitsgründen ist es ja eine super Idee, aber er macht halt wirklich alles selber. Und das Problem ist, er hält es dir auch in jeder Situation unter die Nase. Weißt du, es ist so, du kommst bei denen rein in die Wohnung und dann sagt er so, guck mal hier im Wohnzimmer, haben wir eine neue Wohnzimmerlampe, habe ich selber gemacht. Ne? Guck mal, habe ich so einen halben Weidepfahl, habe ich hier an so einen Teller gedübelt und der Lampenschirm, der ist aus ostfriesischem Schilfgras, ne? Da habe ich geflochten. Und ich stehe dann immer vor so einem Ding und denke so, Alter, ey, das ist wirklich krass, aber wo geht die an? Und dann sagt er immer sowas wie, ach so, nee, die funktioniert nicht. Das ist nur Deko.